Nirgendwo ist die Immobilienbranche so in Bewegung wie an der Maklerlandschaft. Diese Woche kam ein neuer Player bei den Online-Plattformen dazu. Dabei ist Österreich ohne die schon sehr besetzt und in Wahrheit der am dichtest besetzteste Markt von Online-Plattformen in Relation zu der Bevölkerungszahl. Jetzt kommt eine neue dazu, aus Deutschland, Face Your Space heißt das Ding, Österreich-Ableger eines deutschen Startups. Und das bietet den Anbietern kostenfreie Platzierung ihrer Objekte und der Nachfrager, der Nutzer der Wohnung, der zahlt nur dann, wenn ein konkreter Besichtigungstermin mit dem Anbieter zustande kommt. Das Geschäftsmodell funktioniert oder nicht, sei dahingestellt. Fakt ist aber, dass ein wesentliches Argument, warum man als Privater dort hineingehen soll, das ist, dass man sich die Maklergebühr spart. Und das ist ein Argument, das jetzt schon ein großer Anbieter an den mobilen Plattformen jetzt schon ins Treffen führt. Die haben Maklerangebote und Privatangebote gleichermaßen. Und ein zweiter, auch sehr, sehr großer, international vernetzter Immobilien-Online-Plattformbetreiber überlegt diesen Schritt auch gerade eben für Österreich. Keine Frage, die Luft für Immobilienmakler in Österreich wird immer dünner. Ganz besonders, wenn es um Wohnimmobilien geht. Denn der Mehrwert eines Maklers für den Wohnungsabgeber und ganz besonders auch für den Wohnungsnachfrager ist derzeit in Österreich sehr, sehr überschaubar. Das müsste aber nicht so sein. Denn Makler hätten genug Potenzial und sicherlich auch die Fähigkeiten, ihre Expertise und Marktkenntnis einerseits herauszustreichen und einzubringen als Mehrwert, andererseits ihre Marketing-Expertise, wie man ein Objekt vermarktet, gut vermarktet, dem Kunden als Mehrwert, als Leistung anzubieten. Aber gerade da ist Österreich wirklich noch ein Entwicklungsland. Sieht man sich die USA an, dann sind professionell gestaltete Objektvideos mittlerweile State of Art, in Österreich eine noch homöopathische Ausnahme. Aber selbst Fotos sind in Österreich wirklich unprofessionell in aller Regel, wenn es um Wohnimmobilien geht. Ein Schritt in die richtige Richtung wäre professionelleres Auftreten im Sinne von Marketing und das wäre eine Dienstleistung, die den Maklerberuf wirklich zukunftssicher macht. Das wäre wirklich zu überlegen. Das war Gerhard Rodler, fast live aus dem Millennium Tower und aktuelle Nachrichten finden Sie in unserem Immo7 Newsletter.